In jeder Geschichte gibt es Figuren. Und meistens reden sie. Miteinander oder mit sich selbst. Doch auch das Erzählen an sich ist eigentlich Rede. Nämlich die Rede des Erzählers. Somit besteht ein Erzähltext aus Erzählerrede und Figurenrede. Und während erstere einfach die Rede des Erzählers darstellt, findet man letztere in verschiedenen Formen. In der direkten Rede, in der indirekten Rede, in der erlebten Rede, im inneren Monolog und im Bewusstseinsstrom. In diesem Video schauen wir uns also die Redewiedergabe in Geschichten an und wie die einzelnen Formen sich voneinander unterscheiden. Hallo, ich bin die Schreibtechnikerin Fielse Marien, Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Online-Marketing-Managerin. Und auf diesem Kanal rede ich über die technische Seite von Geschichten, analysiere literarische Werke und gebe Schreibtipps. Denn eine gelungene Geschichte ist kein Zufall. Wenn du diesen Kanal also noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich herzlich ein, auf den roten Abo-Button unten zu klicken, damit du keine neuen Videos verpasst. Heute reden wir, wie gesagt, über Erzählerrede und Figurenrede. Auf den ersten Blick sind die beiden auch leicht voneinander zu unterscheiden. Hier ein Textbeispiel. Inzwischen war Porthos herangekommen und begrüßte Athos. Als er sich D'Artagnan zuwandte, machte er ein ganz verdutztes Gesicht. Er hatte, nebenbei bemerkt, sein Wehrgehänge gewechselt und den Mantel zu Hause gelassen. »Ja, was heißt denn das?« rief er. »Das ist der Herr, mit dem ich mich schlage«, erklärte Athos und wies auf D'Artagnan. »Ich schlage mich auch mit ihm«, sagte Porthos. »Aber erst in einer Stunde«, bemerkte D'Artagnan. »Und ich«, rief Aramis, der in diesem Augenblick herankam, »schlage mich ebenfalls mit ihm.« »Aber erst um zwei«, sagte D'Artagnan gelassen. In der Erzählerrede wird berichtet, was in der Geschichte passiert und wer was tut. Der Erzähler beschreibt und erklärt, reflektiert, wertet und kommentiert und wendet sich in manchen Geschichten sogar direkt an den Leser. Jedoch wird die Erzählerrede oder der Erzählerbericht, wie sie oft auch genannt wird, oft von der Figurenrede unterbrochen. Dabei ist diese im Beispiel eben klar gekennzeichnet. Es wird wörtlich zitiert, was die Figuren tatsächlich gesagt haben. Die Zitate sind durch entsprechende Satzzeichen gekennzeichnet. Die Erzählerrede wird unterbrochen und die dritte Person wechselt in die erste Person. Und in den Begleitsätzen steht klar und deutlich, dass hier eine Figur spricht. Und weil diese Figurenrede ebenso wörtlich und direkt ist, nennt man sie wörtliche oder direkte Rede. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zur Zeichensetzung bei der direkten Rede, weil das so oft falsch gemacht wird. Wörtliche Rede wird immer zwischen Anführungsstriche gesetzt. Standardmäßig stehen die Anführungsstriche am Anfang unten und am Ende oben. Zweiter Punkt, die wörtliche Rede wird vom Begleitsatz durch ein Komma abgetrennt. Dieses steht außerhalb der Anführungsstriche. Und schließlich drittens, wenn auf den Satz der wörtlichen Rede der Begleitsatz folgt, wird bei Aussagesätzen kein Punkt gesetzt. Frage- und Ausrufezeichen aber schon. Das Komma, das den Begleitsatz von der wörtlichen Rede abtrennt, bleibt. Ja, manchmal sieht man das auch in veröffentlichten Büchern anders gehandhabt, auch im Beispiel vorhin. Das bedeutet aber nicht, dass man ohne guten Grund gegen die Regeln der deutschen Zeichensetzung verstoßen sollte. Aber nun zurück zum eigentlichen Thema. So säuberlich getrennt die Erzähler- und Figurenrede im Beispiel vorhin auch waren, so eindeutig ist es nicht immer. Denn erstens ist anzumerken, dass die Erzählung ja immer durch einen Erzähler wiedergegeben wird und wir keine Garantie haben, dass die wörtliche Rede tatsächlich so gesagt wurde. Wir gehen in der Regel davon aus, dass sie authentisch ist und meistens ist sie auch so gedacht. Aber rein theoretisch obliegt es immer noch allein dem Erzähler, das Gesagte wörtlich wiederzugeben oder stilistisch oder sogar inhaltlich abzuwandeln. Stichpunkt unzuverlässiges Erzählen. Zweitens, und darüber sprechen wir heute ausführlicher, sieht man die Erzählerrede oft nicht in ihrer Reinform, sondern mit Merkmalen der Figurenrede. Und der erste Schritt zur Figuralisierung der Erzählerrede ist die indirekte Rede. Die indirekte Rede kommt ohne Anführungsstriche aus, ist aber immer noch klar identifizierbar. Fritzchen sagte, ihm sei kalt. Oder Fritzchen sagte, dass ihm kalt sei. Signale, anhand derer wir erkennen, dass hier eine Figur spricht, sind folgende. Es steht klipp und klar, dass hier Fritzchen spricht. Das Gesagte ist durch ein Komma und im zweiten Beispiel auch durch ein Das abgetrennt. Außerdem steht das Gesagte im Konjunktiv. Die indirekte Rede wirkt weniger authentisch als die direkte, weil sie kein Zitat ist. Es ist eindeutig der Erzähler, der das Gesagte wiedergibt, nicht die Figur selbst. Und oft fasst der Erzähler das Gesagte auch noch zusammen. Bei unserem Beispiel könnte Fritzchen zum Beispiel ursprünglich gesagt haben, »Brrr, ist das kalt hier, meine Hände sind Eiszapfen.« Damit hätte der Erzähler sich bei der indirekten Rede nur auf das Wesentliche fokussiert.
Der Einfluss des Erzählers auf die Wiedergabe des Gesagten ist hier also klar erkennbar. Doch während das Gesagte in der indirekten Rede weniger authentisch wirkt, ist die indirekte Rede gerade für das Erzählen authentischer als die wörtliche Rede. Niemand sagt zu seinen Freunden, meine Eltern haben gesagt, du darfst erst zur Party, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Normalerweise sagt man eher sowas. Meine Eltern haben gesagt, ich kann erst zur Party, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Etwas stärker ist die Vermischung bei der erlebten Rede. Hier spricht der Erzähler sozusagen durch das Prisma der Figur, ohne es ausdrücklich zu kennzeichnen. Man könnte sagen, die Figurenrede tarnt sich hier als Erzählerrede. Fritzchen schauderte. Ihm war so schrecklich kalt. Seine Hände waren Eiszapfen. Hoffentlich erfror er nicht. Formal spricht ja zwar der Erzähler, aber der Text ist durch Fritzchens Innensicht geprägt. Wir haben Einblick in seine Gefühle und Gedanken, seine Empfindungen und Hoffnungen. Dadurch ist der Leser emotional näher an der Figur und kann mitfühlen. Ändert man nun die dritte Person in die erste Person um und das Präteritum ins Präsens, ist es schon ein innerer Monolog. Hierbei nimmt die Figur gegenüber dem Erzähler noch mehr Raum ein. Mehr noch, der Erzähler gibt die Bühne fast komplett frei für das Innenleben der Figur. Mir ist so schrecklich kalt, meine Hände sind Eiszapfen. Hoffentlich erfriere ich nicht. Mal abgesehen davon, dass wir hier unnatürlicherweise die Gedanken eines anderen Menschen lesen und Gedanken und Gefühle generell nur selten in vollständigen, grammatikalisch korrekten Sätzen ausformuliert sind, fühlt sich die Wiedergabe der Gefühle einer Figur durch den inneren Monolog ziemlich authentisch an. Es wirkt ein bisschen wie die wörtliche Rede, buchstäblich und unverfälscht. Der Erzähler bleibt schön im Hintergrund, wo er nicht vom Inneren der Figur ablenken kann. Maximale Authentizität erreicht man eigentlich nur, wenn man einen unverfälschten oder vermeintlich unverfälschten Bewusstseinsstrom wiedergibt. Gedanken, Gefühle, Wort- und Satzfetzen, Erinnerungen, alles Mögliche, was der Figur durch den Kopf geht, so chaotisch, wie es eben im Kopf der Figur auftaucht. Kalt, verdammt, Hände, scheiße wie Eiszapfen, schon 3:15, wo steckt sie? Durchhalten! Nun sind wir bei den vorangegangenen Beispielen davon ausgegangen, dass der Erzähler in der dritten Person erzählt. Die Figuren selbst sprechen natürlich in der ersten Person. Was ist aber, wenn wir einen Ich-Erzähler haben? Nun, ich erinnere an die Unterscheidung zwischen dem Erzählenden und dem erzählten Ich. Die Erzählerrede ist die Rede des erzählenden Ich. Die Rede des erzählten Ich ist die Figurenrede. Bei den Merkmalen von Erzählerrede und Figurenrede bleibt also alles gleich. Abgesehen davon, dass in der Erzählerrede eben nicht die dritte, sondern die erste Person gebraucht wird. Aber wozu nun das Ganze? Denn zumindest bei der Erzählerrede ist der Sinn klar. Der Erzähler erzählt, er spricht, also hat er eine Rede. Doch sobald die Figurenrede ins Spiel kommt, wird es komplizierter. Denn diese hat eine doppelte Funktion. Erstens, sie unterstützt die Erzählerrede bei der Wiedergabe der Handlung. Die Figuren besprechen Ereignisse, treffen Entscheidungen, stellen kausale Verbindungen her, tauschen Hintergrundinformationen aus und so weiter. Zweitens, sie charakterisiert die Figuren und gegebenenfalls auch ihre Beziehungen zueinander. Ihre Wortwahl und Syntax, worauf sie achten, wie sich ihr Ton gegenüber unterschiedlichen Gesprächspartnern verändert, all das gibt uns Aufschluss darüber, wer sie sind, was für einen Hintergrund sie haben und wie sie untereinander vernetzt sind. Durch eine Figuralisierung der Erzählerrede wird der Erzähler außerdem, zumindest scheinbar, in den Hintergrund gerückt und das Innenleben der Figur in den Vordergrund. Dadurch kann der Leser direkt an den Gedanken und Gefühlen der Figur teilhaben, sich emotional anstecken lassen, mitfühlen und mitfiebern. Außerdem geht die Figuralisierung oft mit der eingeschränkten subjektiven Perspektive der Figur einher und damit auch mit einem eingeschränkten Wissenshorizont. Was die Figur nicht weiß, weiß auch der Leser nicht. Ist die Figur überrascht, ist es auch der Leser. Irrt sich eine Figur, hinterfragen es die meisten Leser nicht. Und so weiter. Wie viel Erzählerrede und wie viel Figurenrede man in seine Geschichte einbindet, hängt sehr stark mit der Wahl der Erzählperspektive zusammen. An dieser Stelle verweise ich auf meine beiden Videos, in denen ich die erzähltheoretischen Modelle von Stenzel und Jeanette verunstaltet habe, um aus ihnen ein Werkzeug für die Wahl einer passenden Erzählperspektive zu machen. Klickt doch mal vorbei und sagt mir, ob meine Verunstaltungen etwas taugen. Und das war es dann für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn du da vor dem Bildschirm es gut findest, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und teile es mit Gleichgesinnten. Nächsten Freitag gibt es dieses Video als Text auf dieschreibtechnikerin.de und das nächste Video kommt in 2 Wochen hier auf YouTube. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!